Und jetzt haben wir natürlich für das Geld, für die Didaktierenden, für die Masten überall separate Mischungen und anders würde es gar nicht gehen. Herzlich willkommen auf unserer Wegtour quer durch die Schweiz. Heute machen wir Station bei der Familie Buff in Eschenz. Sie setzen auf Milchwirtschaft und Mast und wie sie die Roboter in der täglichen Arbeit unterstützen, das gehen wir jetzt zusammen schauen. Kommt mit! Hey, hallo zusammen! Hi! Jasmin! Hi, Hans-Peter! Hallo! Peter! Hi, Hans-Peter! Du, herzlichen Dank an euch, dass wir in euren Betrieb einen Einblick nehmen heute. Was ihr hier auf die Beine gestellt habt, ist ja imposant, wenn man herkommt und noch die Schuhe sieht. Früher noch so einen älteren Stall und jetzt so ein Hotel für eure Kühe. Ja, es ist schön geworden. Schön geworden. Wie ist das so entstanden, das Projekt oder auch euer Betrieb? Wie sind ihr zu dem gekommen? Also, es ist mein älterer Betrieb und als es um die Übernahme gegangen ist, haben wir uns entschieden, den Betrieb zu übernehmen und haben aber gefunden, wir wollen die Milchwirtschaft bestehend zukünftig ausrichten. Ja. Und haben dann gefunden, wenn, dann soll es etwas anders werden und automatisiert. Und jetzt stehen wir hier, wo wir eben zusammen gearbeitet haben. Ja. Du, herzliche Gratulation zu dem Stall. Draußen ist noch eine Baustelle im alten Bereich. Da sind wir noch dran, voll im Schuss. Was entsteht denn dort noch? Ja, da haben wir die Aufzucht und die Mast. Und mit dem können wir natürlich jetzt mit dem Vektor auch schön dahinter futtern. Der fährt noch alle drüber? Jawohl. Das ist natürlich clever. Wie sind wir denn zu dem Entschluss gekommen, dass die Fütterung und das Melken automatisieren wollen? Vorher war ja, glaube ich, nicht dort automatisiert. Nein, also das Melken war schnell mal klar, dass wir es eben nicht mehr machen. Und die Fütterung hat sich dann so ergeben. Und jetzt rückblickend müssen wir sagen, anders wäre es nicht gegangen. Weil am Anfang, wir haben mit einem Futtermischer gefüttert und haben einfach eine Ration für alle gehabt. Und jetzt haben wir natürlich für das Geld, für die Didaktierenden, für die Mast überall separate Mischungen und anders würde es gar nicht gehen. Schön gerecht auf das Tier, das es dann frisst. Ja, super. Haben sowieso sehr tiergerecht gebaut. Und wenn man hier kommt, dann ist sehr viel Luft, Licht und Platz für die Tiere. Und etwas, was mir aufgefallen ist, sind die Sandboxen. Was ist da die Bewandtnis? Ja, da hat sich dann so daraus ergeben, weil uns irgendwie die Tiefstrommatratze und so, da hat uns einfach nie so zugesagt. Und irgendwann sind wir auf das Mal einfach auf den Sand gekommen, über einen Kollegen. Ja. Ja, so ist es ein und das andere hat dann da so ergeben. Ja. Und für Kühe ist es natürlich auch mega schön. Mega schön, es ist kalt und fürs Outdoor und Klauen und so, da merkt man wirklich. Dass der wirklich auch Gesundheit einen Schritt vorwärts macht. Und zum Machen auch für uns sehr angenehm von der Liegeboxen. Wo ist da der Unterschied gegenüber vor Strommatratzen? Es ist viel ringer zum die Liegebox machen und zum die sauber behalten vor allem. Jawohl. Da war vorher so ein ewiges Werk mit dem Stroh, dass einfach immer wieder im Misch sind. Und da ist mit dem Sand so viel einfacher. Ja. Tipptopp. Jetzt haben wir ein tipptopps Menü auch für eure Kühe hier. Was beinhaltet die Ration der laktierenden Kühe hier? Was haben wir hier drin? Ja, wir haben Grassilage, wir haben Mais, wir haben Malz, wir haben natürlich noch etwas Eiweißkonzentrat und da wären so die Komponenten. So. Es hat viel drin. Heu natürlich noch. Vielseitiges Menü. Heu jetzt auch noch drin? Jawohl. Wie beurteilt ihr die Schnittqualität? Gut, top. Also wir sind positiv überrascht, wirklich. Ja. Ist das etwas, das ihr eher ein skeptisch entgegengeschaut habt? Ja, schon am Anfang sehr. Ja. Und hat uns jetzt also wirklich positiv überrascht, was der Vektor eigentlich wirklich schneiden kann. Aha, schön. Also da kommt kurz her, wie man sieht, und so muss es sein. Genau. Und wenn das nicht mehr kann, dann ist es Zeit, um die Messer zu wechseln. Genau, gibt das einen Hinweis. Genau. Ja. Wie haben wir die ganze Technik umgesetzt? Wie sieht das bei euch aus? Ja, komm, wir gehen doch gleich schauen. Das ist eine gute Idee. Gehen wir zusammen. Aha, so sieht das aus bei euch. Von hier sind jetzt die Komponenten für das vielfältige Menü von euren verschiedenen Tiergruppen. Wie tun wir das bewirtschaften? Bestückt wird es durch das Tor. Ja. Wo man auflässt und nachher mit dem Teleskoplader alles könnt
einfühlen und dafür sorgen, dass immer genug Vorrat da ist. Und Erdäpfel zum Beispiel, haben wir das ganze Jahr oder ist jetzt das etwas, wo mal sporadisch drin kommt in der Ration? Das ist jetzt im Moment da und das ist der Vorteil vom Vektor. Wenn die Erdäpfel ausgehen oder nicht nachgeliefert werden, dann können wir es einfach ersetzen durch etwas anderes oder entsprechend die anderen Komponenten wieder aufschrauben im Rezept. Mhm. Ist es so flexibel, ne? Ja, das ist wirklich das ist wie, praktisch. Wie ein Küchenkästchen, wo du jede Schublade kannst ziehen und sagen, ja, heute nehmen wir von dem ein und morgen von dem. Ja, obwohl die Kühe haben es natürlich schon gerne, wenn es möglichst gleichmässig ist. Schön, und immer genau. Konstant, die gleiche Qualität. Ja. Ja. Genau. Sehr spannend. Wie sind wir denn auf die bauliche Lösung gekommen? Ja, der Standort hier ist für uns auf dem Betrieb sehr zentral. Wir haben eine Art auf alle Wege, respektive auf den Heustock kommen wir nicht weit. Ja. Seit einmal ein Hochsilo angedenkt, der ist auch gerade hier in der Nähe. Ja. Der Fahrsilo ist auf der anderen Seite, ist auch gerade dazu. Und auch die Wege für den Vektor, die Fahrdistanzen zu den verschiedenen Futtertischen, ist natürlich top gelöst, sehr zentral. Da hat uns Leli auch unterstützt. Wir haben auch einen grossen Bereich für Kleinkomponenten vorne planen von der Futterküche. Da würden wir wieder so machen. Aha, ja, genau. Ja, wirklich. Tipptopp. Alles sauber aufgeräumt. Jawohl. Jetzt hast du angesprochen, verschiedene Futtertische. Das ist der eine ist hier und der andere ist im alten Bereich, alten Stall, wo noch die Mast und die Jungvieh ist. Ja. Ja. Gehen wir doch gleich schauen. Ist der schon im Betrieb? Jawohl, ja. Oh, gut, gehen wir mal schauen. Gerne. Hey, so sieht das jetzt aus hier. Was war das vorher? Der alte Kuhstall? Ja, genau. Ja. Vorher waren die Kühe immer hier daheim. Und ja. Ja, jetzt sieht es etwas anders aus. Sind die Kühe dann schon im Laufstall gewesen? Ja. Gell? Das schon. Ja, genau. Der Laufstall der ist 30-jährig. Ja. Aber einfach noch nicht Robotermelken. Das war auch neu gewesen. Ja, wir hatten vorher einen Milchstand. Ja. Genau. Doch einige neue Schritte. Wieso setzen wir jetzt auf Mast? Wie sind wir auf das gekommen? Wir wollten einfach die ganze Wertschöpfung. Also es ist vorher schon, haben wir Mast gehabt. Das ist einfach ein kleinerer Teil. Mast und Aufzucht. Und jetzt hat man einfach einen neuen Milchviehstall bauen. Und den alten nutzen wir wieder um für Mast und Aufzucht. Dann haben wir die ganze Wertschöpfung. Und so haben wir natürlich dann den ganzen Kreislauf. Ja. Und mit dem Vektor bietet sich da für die Fütterung halt auch extrem gut an. Mhm. Da musst du nicht einmal separat im Mischwagen starten, um eine Mastration zu machen. Genau. Du kannst gerade einfach programmieren und das läuft automatisch. Ja, und sie ist halt angepasst auf die Mast-Tration. Ja. Vorher hatten sie einfach die gleiche wie die Laktierenden. Mhm. Und jetzt ist es halt einfach für die Mast. Die Aufzucht, die war vorher schon bei euch auf dem Betrieb? Oder haben die vorher ausgelagert? Nein, die war vorher schon da. Ja. Das haben sie vorher schon selber gemacht? Ja. Ja. Jetzt hat es einfach mehr Platz und darum noch die Mast. Ja, also vor allem noch mehr Mast. Ja. Genau. Und nur die eigenen oder können wir auch zukaufen? Neue Tränker oder so? Nein, wir haben bis jetzt nur immer die eigenen. Ja. Weil da geht dann irgendwann vom Platz her geht's dann nicht mehr auf. Es gibt ja selber genug. Und nein, es ist nur die eigenen Südraten, dass man die mästet. Ja. Ja, spannend. Ja, sie haben es schön hier. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen auf eure Erfahrung die letzten 4,5-5 Monate mit den automatischen Hilfen in eurem Stall, melken und füttern, was ist so euer Fazit? Punkte stechen euch sofort raus und könnt sagen, ja, das ist gut, darum haben wir es gemacht. Ja, sehr flexibel natürlich, keine fixe Arbeitszeiten mehr. Das ist natürlich ein riesen Pluspunkt. Oder? Ja. Ja, jetzt auch bezüglich Vektor auch wirklich schnell anpassbar. Jetzt über das Bauen, wo es wieder irgendwie Kompromiss gibt, hat man einfach die Routen angepasst oder die Buchten angepasst mit der Ration. Und das ist wirklich ein riesen Vorteil beim Fütterungssystem von der Leli. Das ist ein riesen Vorteil. Ja, die Arbeitserleichterung auch. Mhm. Ja. Und vom Melken natürlich auch. Genau. Genau. Setzt ja auch Flexibilität. Jetzt sind ja sehr viele auch im Bauen noch. Dort die Arbeitszeit, die er einsetzt. Wenn er mal fertig gebaut ist, hat er dann noch etwas zu tun? Wenn die Arbeit von der Maschine gemacht wird? Ja, sie erledigt ja nicht alles. Und man muss ja dafür sorgen, dass sie arbeiten kann. Und das generiert auch Arbeit und darf man nicht vergessen, sonst meldet sich dann der Alarm relativ schnell, wenn irgendetwas fehlt. Wenn etwas fehlt, ja. Und wenn es mal ein bisschen mehr Freizeit ist als das letzte Jahr. Macht es auch nichts. Ist auch gleich. Genau. Genau. So ist genau. Es. Hey, ich habe es genossen bei euch auf dem Betrieb. Den Einblick kommt bei euch. Jasmin, herzlichen Dank. Sehr gern. Alles Gute euch. Viel Erfolg mit diesem Projekt noch. Ah, und bis zum nächsten Mal. Merci vielmals. Dann danke. Ciao wieder an. Tschüss.